Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Jo, gestern haben wir so ein bisschen Zeug im Teich gefischt und ich bin jetzt auf dem Rückweg in die Base. Mal gucken, ob wir nochmal Madenschleim bekommen, dass wir uns noch ein paar Tränke herstellen können. Ah, da haben wir doch schon was. Haben wir die eigentlich schon gepiept? Haben wir schon gepiept. Ja, haben wir schon gepiept. So, und dann bin ich am Überlegen, ob wir so langsam mit dem Teichlabor anfangen sollten. Weil ich glaube, die ganze Ausrüstung dazu, oder zumindest zum größten Teil, könnten wir uns jetzt herstellen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, toll, Inventar voll. Na super. Okay, dann erstmal nach Hause. Dann stellen wir uns mal komplett neu auf. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir... Den nehmen wir uns mal mit hier, den Madenschleim. Wir brauchen Tränke. Das macht keinen Sinn hier mit den... das ist mir wurscht. Es macht keinen Sinn, mit den Bandagen hier rumzukrebsen. Das macht in meinen Augen gar keinen Sinn. Gerade mal gucken, können wir irgendwo Platz machen? Können wir irgendwas entbehren? Sieht nicht so aus, ne? Ja, komm, der kann weg. Ah ja, gut. Dann erstmal nix wie heim. Da oben den Punkt könnten wir mal holen. So, also bevor wir irgendein Labor machen, egal ob Nebellabor, Teich oder was auch immer, müssen wir uns erstmal besser ausrüsten. Weil, ihr habt es ja gesehen, Marienkäferrüstung ist kaputt. Die muss ich mir neu herstellen. Oh, stopp, 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 stopp. Also, die Marienkäferrüstung ist kaputt, das heißt, da müssen wir nochmal Bären besorgen, dass wir die wieder, beziehungsweise, dass wir uns da eine Ersatzrüstung bauen können. Dann wäre es ganz gut, nochmal ein paar Tränke zu bauen, beziehungsweise zu craften, ja, weil die Bandagen, die bringen nicht viel. So, und dann ist halt die Überlegung, geht man ins Nebellabor oder machen wir doch erst, den Teich. Wobei ich sagen würde, Teich ist es einfachere Labor. Wir könnten eigentlich auch mal gucken, ob wir irgendwas von Burgel... Ne, brauchen wir nicht. Wir haben noch von Burgel. Ich wollte gerade sagen, ob wir irgendwelche interessanten neuen Quests bekommen. Aber nein. So, haben wir was zum Analysieren? Ne, haben wir nicht. Okay, dann halt nicht. Dann einmal nach Hause. So, und morgen Abend, muss ich auch nochmal ankündigen, ist um 21 Uhr der Staffelstart der neuen War-Staffel. Bin ich mal gespannt, wie das dann abläuft. Das kann ganz lustig werden. Ich habe eher so das Gefühl, wir sterben an einem Stück, aber na gut. Also wie gesagt, morgen ab 21 Uhr. So, das können wir alles... Ach. Warum trage ich so viel Müll mit mir rum? So. Mal was trinken. Essen ist auch gleich fertig. Ja, ich müsste meine Base mal ein bisschen zubauen. Das können wir abhängen. Einmal drei. Hier brauchen wir Reparaturkleber. Sieht nicht gut aus. Und brauchen wir den Brustpanzer da. Brauchen wir auch Reparaturkleber, okay. Oh, 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 oh. Muss ich mir den ganzen Marienkäferkram nochmal neu craften? Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ja, fehlt, ach, fehlen noch Marienkäferteile. Oh, 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 oh. Das kann was werden. Na, super. Okay. Essen wir erstmal was. Und...
Ich würde sagen, wir. Armbrust ist auch kaputt, ne? Die kann man reparieren. Shit. Ich hätte halt gern meine Marienkäferrüstung zurück. Brauchen wir Marienkäferteile und Bärenleder. Nicht gut. Gar nicht gut. Zumindest haben wir Tränke. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal zur Hecke, holen uns nochmal Bären. Ja. Und wenn wir Glück haben, könnten wir vielleicht auch einen Marienkäfer irgendwo kriegen. Ich hoffe es zumindest. Es wird wahrscheinlich hinten an der Hecke nichts, weil da läuft selten mal einer lang. Was sagen eigentlich meine Mutationen? Bogenschütze, sehr gut. Coup de Grâce, auch gut. Ja, kann man so lassen. Hier kriegen wir unsere Jungspinnen. Zumindest normalerweise. Da ist doch eine. Ja, eine von fünf. Na gut, dann gehen wir zur Hecke. Dann werden wir erstmal ein bisschen Bärenleder holen. Und ich bin gerade am Überlegen. Ah, Wolfi ist daheim. Rein theoretisch könnten wir hier auch gleich Bombis killen. Fünf Stück brauche ich. Ist halt eine riskante Sache mit der halbwegs, naja, mit der nicht guten Rüstung. Aha. Na, komm du her. Einen haben wir schon. Mal kurz gegenheilen. Oh, der andere ist in der Nähe. Hier müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht den dritten gleich mit alarmieren, weil sonst habe ich keine Chance. Okay, den haben wir auch. Haben wir die eigentlich gepiept, die Bombis? Ich glaube schon, ne? Warum habe ich ihn da jetzt festgehangen? Das gibt's doch gar nicht. Oh, shit, ich habe den Respawn immer noch hier, den muss ich löschen. Oh, 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 oh. Fängt ja schon wieder gut an. Ja, gut. Laufen wir mal bis zur Hecke.
Vielleicht killen wir auch mal zwei Bombis hier auf dem Weg. Weil mit dem dritten dann davon da vorne haben wir unsere fünf voll. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mal, der wartet, bis ich Ausdauer habe. Das ist doch gut. Der war ja einfach. Der war ja richtig einfach. So, wo ist der andere? Moskito, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Marienkäfer. Ich brauche einen. Ameise, geh doch weg. Nein. Böse. Lass mich in Ruhe. Ich will dir doch nichts tun. Ich will dich nur häuten und essen und eine Rüstung aus dir bauen. Ha, hat funktioniert. Ja, vielleicht kriege ich meine Rüstung doch wieder zurück. So, aber mir fehlt hier noch ein Bombi. Wo ist denn der nächste Bombi? Dann müssen wir uns den unter dem Stein holen. Die hängt aber auch echt überall fest, oder? Dann schauen wir, dass wir den unter den Stein kriegen. Spinnchen schläft. Ist er tot? Nein, der bewegt sich. Hat doch funktioniert. Sehr gut. So, jetzt können wir den Rucksack holen. Check out that big ant over there. Jetzt gehen wir den Rucksack holen. Und der letzte Bombi. Dann haben wir nämlich die Quest auch voll. Dann brauche ich nur noch ein bisschen Leder und dann kriegen wir unsere Rüstung zusammen. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir nämlich ein bisschen Heilung, wir haben Rüstung, wir haben wieder mal eine Mission abgeschlossen. Das heißt, vielleicht können wir dann in der nächsten Folge schon irgendein Labor machen. Ist halt nur die Frage, Nebel oder Teich? Ich würde schon fast sagen Teich. Weil da müssten wir wirklich die Ressourcen dafür langsam zusammen haben. Dass wir uns die Flossen, das Kiemenrohr... Ja, den Helm können wir noch nicht machen. Da brauchen wir ja noch Knochen, glaube ich. Müssen wir mal kurz untertauchen. Aber gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir irgendwie hin. Blöd, dass es jetzt dunkel wird. Gepiept.
Sind hier bei der Peepshow. Wo ist er? Böse. Na, wird nett gebissen. Ich glaube, du spinnst. Ha, wir haben unsere 5 Stück. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, jetzt pflücken wir uns noch 2, 3 Bären da oben runter. Und dann nix wie nach Hause. Was? Ja. Ist ja eh schon dunkel, von daher. Ja, jetzt haben wir nochmal Milben. Ihr seid so Mistviecher. Vorne ist eine Stechmücke unterwegs. Weil jetzt ist es so dunkel, man sieht nichts mehr, ne? Beim dunklen Bären sammeln. Will ich eine Fackel einstecken? Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Bam. Alley hoops. Bring Bringt aber auch nicht viel. Nee, lass mich in Ruhe, ich bin doch gar nicht da. Einfach hier die paar Bären. Wir brauchen ja auch nicht ultra viele Bären. Ich glaube, sogar einer müsste schon reichen, aber wenn wir schon hier sind, nehmen wir uns ein klein wenig mehr mit. So, holen wir uns nämlich die da oben noch. Ey, wenn ich überlege, wie oft ich hier in der Staffel schon gestorben bin, da bin ich echt mal gespannt, wie das auf War funktioniert. Also ja, ich weiß ja, wie es auf War funktioniert. Ich habe ja schon eine Staffel auf War gespielt, zumindest ein paar Teile. Das wird halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist auch so blöd. Unter Wasser brauchen wir den Dolch und über Wasser die Axt. So, jetzt sehen wir zu, dass wir heimkommen. Wir haben kein Essen mehr, wir haben nichts mehr. Schon gepiept. Ja, Hupsi, wir schaffen das. Oh je, 112. Das wird knapp. Das wird ganz schön knapp. Da war doch gerade ein Rüssi. Wo ist er? Naja, nix wie heim. Guten Tag. Oh je, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Das wird richtig knapp.
eine Minute noch. Sei, das wird ganz knapp, kurz vorm Baseball killt's uns. So, hier sind wir schon mal an der mysteriösen Maschine. Jetzt lässt mich die Ausdauer im Stich. Geschafft. Ah, das war eine knappe Sache, aber cool, hat funktioniert. Ja, geil. Genial, das hat doch funktioniert. So, das heißt, wir hängen jetzt unser Leder wieder auf und gehen uns mal schnell Frühstück holen. Nee, damit nicht. Damit. Frühstück. Jo, das lassen wir alles mal trocknen. Mal gucken, ob wir uns den Taucherkram schon herstellen können. Also Flipflossen geht und das Chemrohr geht auch schon mal. Sehr gut. Schmeißen wir erstmal in irgendeine Kiste. Ich trage noch den Helm, ne? Und den kann ich auch noch reparieren. Ja. Pusteblume ist schon wieder kaputt. Das geht so schnell, das geht so schnell. So, ansonsten sieht es soweit ganz gut aus. Das heißt, nochmal trinken und frühstücken. Beschaffe den nächsten Superchip. Okay, kriege mehr, aber jetzt nicht. Wo hängt die denn? Ach, die nuckeln da unten rum. Ich müsste die Base mal weiterbauen. Das wäre auch nochmal so eine Sache. Aber ich hatte ja gesagt, die will ich schön klein, fein, ne? Das heißt, hier machen wir uns dann so ein bisschen. So. 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 Hier müsste es eigentlich wieder so lang gehen. Dann kommt eine Treppe rein und lieber machen wir uns zwei, drei Stockwerke. Da muss ich aber hier drinnen drauf achten. Hier spielt ja jetzt auch die Statik eine Rolle. Das heißt, wenn ich das alles nicht schön stütze und baue, kann uns der ganze Kram natürlich wieder runterkommen, ne? Ne? Hallo? Da. Können wir da gerade mal Holz holen? Hier hinten liegt doch ein bisschen was rum. Ja. Da könnten wir eigentlich beim nächsten Mal. Ja, nächste Folge gehen wir Knochen farmen. Dass wir so langsam in Richtung Teich kommen. Ich denke mal, wir sollten es nach der Reihe machen. Teich, dann das Nebellabor. Dann müsste das eigentlich alles ganz gut funktionieren. Na komm, nehmen wir die doch auch gleich mit. Ah, ist so ungewohnt, wenn man auf der anderen Staffel spielt. Da ist mit einem Schlag alles klein.
gleich ein neues Pusteblümchen mit. Wo ist denn jetzt der eine Stecken noch da? Na komm, dann doch. Muss ich dann auch nach unten hin noch ein bisschen verstärken und verschönern. Dass wir den lagern, dass wir die gar nicht mehr da hochschleppen müssen, ist auch cool gemacht. So, zack, das reicht. Dann brauchen wir noch ein paar Stängel, die haben wir da vorne stehen, kriegen wir auch gleich. Machen wir wenigstens schon mal so den groben Bau fertig. Also nach unten würde ich gerne mit Pilzziegeln dann arbeiten. Das heißt aber, da müssen wir erstmal ins Nebellabor rein, sonst wird das nichts. 2, 4, 5. 5 Stück brauchen wir. 5 Stück. Ja, hupsi. Na, sieht doch schon gut aus. Den müssen wir wegkloppen. Müssen wir dann unten auch wegmachen am besten. Und schon sieht es doch ganz gut aus hier ohne. Ich nehme erstmal noch ein bisschen Holz hole. Das muss ja nicht unnötigerweise despawnen. Die nach oben durchgewachsen sind. Die müssen wir wegmachen, dass die gar nicht mehr nachwachsen. Ganz einfach. Dann haben wir nämlich Ruhe. Und haben oben Ordnung und Platz. Und Fasern können wir auch gebrauchen. So, nochmal gucken, ob da noch irgendwo Holz rumlag. Ich glaub's aber nicht mehr. Nur blöde Milben unterwegs. Immer nur noch den einen. Sonst sehe ich auch keinen mehr. Nee. Nee, sieht gut aus. Ich glaube, das war nur noch der eine. So, aber wir sind bei den 30 Minuten angekommen. Weiß, böse Zahl, böse, böse Zahl. Aber ihr kennt das Spielchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren.
Dann denkt dran, morgen Abend 21 Uhr Livestream. Staffelbeginn War. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.